Hallo, ich habe euch vor kurzem ein Follow Me Around Weekend mäßig abgedreht. Ich weiß, ich muss noch an den Dingern ein bisschen üben, aber ja, da war ich bei meiner Mama und mit meiner Mama war ich beim Babyfachmarkt Schwab in Frankfurt und beim Baby One in Dreieich. Und habe auch unter anderem, ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann, nein, ein Baby-Bay geholt. Das kann ich euch nochmal gleich zeigen, aber ich denke, wir kommen einfach mal zu den ganzen Sachen, die meine Mama und ich geholt haben, beziehungsweise eigentlich hat meine Mama die Sachen bezahlt. Muss man ja wirklich so sagen. Aber vorher, zuerst hat sie mir eine Sache geschenkt, nämlich ein Buch. Das hier, das von, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ich glaube, Ayan. Rahm, der Elefant, der das Glück vergaß. Die sind buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden drinne. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön, ist schön aufgemacht. Und ja, ich habe ein bisschen schon reingelesen und finde ich nicht schlecht. Vor allen Dingen ist es sowas, da sind auch so ein paar Geschichten zu Kindern oder zum Leben allgemein dabei. Und das finde ich einfach gut gemacht. Und ja, kann ich nur empfehlen, gefällt mir sehr gut. Ist auch was für ein Marmee. So, wir waren als erstes beim Babyfachmarkt Schwab, wie gesagt. Und da haben wir ein paar Dinge geholt. Zum einen so einen Wickelbody. Ist jetzt nichts ja, Außergewöhnliches, ist einfach so beige gestreift. Finde ich ganz süß. In der Größe 50 bis 56. Und der hat nach Abzug irgendwie nur noch 6,50 € oder sowas gekostet. Und ja. Ist halt eher so eine kleine Größe. Haben halt darauf geachtet, dass das nicht über den Kopf gezogen werden muss. Und ja, lässt sich überall aufknöpfen. Sehr angenehm dann für das Baby. Dann haben wir noch einen etwas größeren, breiteren mitgenommen von Steif. Der hat eben so blaue Punkte. Das ist weiß mit blauen Punkten und dem kleinen Steifbären vorne drauf. Und das ist eben auch ein Wickelbody in der Größe 56. Ist allerdings insgesamt ein bisschen weiter und ein bisschen breiter. Und ja, fand ich auch sehr, sehr hübsch. Was hat der gekostet? Ich glaube, der war ein bisschen teurer. Die ganzen Steifsachen sind ein wenig teurer. 12,95 € hat er gekostet. Ja, aber der musste irgendwie mit. Der hat uns gut gefallen. Dann haben wir auch ein Mützchen mitgenommen in der Größe 37. Man weiß ja nicht, wie groß der Dez wird und ja, wir haben jetzt einfach mal eine größere Größe gewählt. 12,95 € kostet das und das ist wirklich sehr, sehr süß so mit dem Blau. Ich wollte zwar nicht so viele blaue Sachen haben, aber das war in Ordnung, dass mal eine blaue Sache mit dabei ist. Beziehungsweise wir haben noch dunkelblaue Sachen, aber dunkelblau zähle ich nicht. Dieses typisch Babyblau, sag ich mal, da wollte ich nicht so viele Sachen von haben. Und zwar gehört das zusammen, das ist von Kanz. Ein dunkelblauer Body, so Füßchen, so ein Strampler halt, ne? Kein Body, ein Strampler mit einem Eli drauf. Oh, weiß nicht, Kamera. Und der ist ein bisschen dickerer vom Stoff her, das ist in der Größe 56, weil wenn der am Anfang rauskommt, dann friert der vielleicht auch ganz schnell. Wir haben bewusst jetzt keine 50er Sachen geholt, also das eine wird vielleicht auch noch, ist halt ein bisschen kleiner, aber insgesamt haben wir eher größere Sachen geholt, also ab 56, weil die Babys halt sehr schnell rauswachsen. Und das gehört dazu, dass es eben ein kleines Oberteil mit langen Ärmeln zum Drunterziehen. Und da sind eben so Druckknöpfe. Das muss man leider über den Kopf ziehen, aber man kann es ziemlich weit machen und dann denke ich mal, wird das auch in Ordnung sein. Ich finde es so süß. Das ist so hellgrau und dunkelblau. Sehr, sehr hübsch. Passt alles sehr gut zusammen. Und der hat mit dem Oberteil der Strampler 20 € kostet und das finde ich absolut in Ordnung vom Preis her. Dann etwas teurer waren diese Söckchen. Die haben so ein kleines Mammut vorne drauf, total goldig und die sind halt ein bisschen dicker, 4,95 €. Davon würde ich jetzt vielleicht ein, zwei holen, mehr auch nicht. Es sind auch alles schadstoffgeprüfte Textilien nach Ökotext Standard 100. Und ja, die fand ich halt total goldig, aber ein Großteil der Socken wird eh gestrickt werden von meiner Oma und meiner Schwester.
Und ja, aber die fanden wir sehr, sehr hübsch, deswegen mussten die auch mit. Und wir haben so ein leichtes Elefantenthema, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Wir versuchen es zu begrenzen und nicht mehr ganz so viel zu holen, aber wir haben jetzt halt schon voll viele Sachen mit Elis drauf gekauft. Und zwar hier so eine Decke, eine Babydecke mit einem UV-Schutz von 50+. Und die ist so samtweich, so streichelweich. Ich habe noch nie so ein weiches Material angefasst. Das ist so, so schön. Ich glaube, die hat irgendwie 12,95 gekostet. Ist von Alvi eine Decke. Und ja, auf jeden Fall mindestens für auf den Kinderwagen, um die Beine nochmal zusätzlich abzudecken oder sowas. Eine sehr, sehr schöne, schöne Decke. So weich, so kuschelig, so angenehm. Und ja, das haben wir in dem Babyfachmarkt Schwab mitgenommen. Und dann waren wir noch in Dreieich und haben da ein paar Sachen gekauft. Einmal einen Pucksack, ganz unspektakulär. Auch so farblich gehalten wie der eine Body. Das ist wirklich nichts Spannendes. Ich glaube, der hat auch nur irgendwie 7,50 € gekostet. Runtergesetzt. Ursprünglich sollte der 10 kosten und ja, absolut in Ordnung in der Größe. Ich glaube, das ist ein One Size, okay. Halt, Pucksäcke sind ja eh für Neugeborene oder die ganz Kleinen. Und der ist auch relativ weich, auch Textilienstandard und so weiter. Entsprechend finde ich auch nicht schlecht. Dann hat mir meine Mutter von Mom eine Spülbürste für die Fläschchen gekauft. Die kostet 7 €. Und die ist speziell eben für die Babyflaschen von Mom gemacht, weil diese Unterseite hier gedacht ist, um den Nuki-Teil sauber zu machen. Und ja, die Flaschen hatten wir schon bestellt gehabt, nämlich online. Und haben diese Flaschenbürste nicht online bei Baby One gefunden. Deswegen haben wir sie im Laden mitgenommen. Wie gesagt, 7 € hat die gekostet. Dann haben wir hier schon mal 3 Molton-Tücher mitgenommen. Wir haben auch viele Mullwindeln aus Naturtextilien, aber die haben wir jetzt auch mitgenommen. Das ist aber auch alles Ökotex Standard 100, wird eh alles vorgewaschen. Und das sind eben Molton-Tücher, die sind ein bisschen dicker. Kann man als Schnuffeltuch, als Kuscheltuch, als Unterlage irgendwo drunter hauen. Funktioniert alles. Und auch als Sabbertuch, ne, so für über die Schulter, wenn das Kind dann nach dem Essen oder auch so, die sabbern die ganze Zeit, sind wie Hunde im Prinzip. Nur nicht so haarig. Und ja, die fand ich ganz süß. 3 Stück haben 9,99 € gekostet, 80×80. Wie gesagt, wir haben auch noch ein paar aus Naturfasern geholt für den Anfang vor allen Dingen. So, und dann haben wir uns noch ein Badetuch ausgesucht, so Badetücher mit einer Kapuze. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe sowas als Kind unheimlich gerne gehabt. Ja. Deswegen, da musste es wieder mit. Und ja, da ist auch wieder ein Eli drauf. Wie gesagt, wir haben ein paar von denen geholt. Ich glaube, der hat ja 20 € gekostet. Also das fand ich ein bisschen teuer. Da haben wir nicht so genau drauf geguckt, glaube ich. Ist eh. Wenn man in diesem Babyfachmärkten ist, man guckt nicht so drauf. Das ist ganz, ganz schlimm, was die kosten. Man nimmt es einfach mit. Das ist von Alvi 1. Ich habe noch ein zweites gekauft, aber erst später. Woanders. Nee, auch im Baby One, nur halt nicht in Dreieich. Und dann haben wir noch einen Sommerschlafsack mitgenommen für den Anfang. Das ist zwar schon Größe 70, aber es wird irgendwie allen geraten, nicht so kleine Schlafsäcke zu nehmen. Und das ist eben halt die Größe 70. Finde ich wunderschön. Ist wirklich nicht zu dünn der Stoff, aber ja, auch trotzdem nicht zu dick für den Sommer. Hat man extra hier so einen Teil zum irgendwie festmachen, dass das Kind sich nicht dreimal dreht oder sowas. Reißverschluss bis oben hin mit Reißverschlussschutz auch oben. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde das Muster auch sehr, sehr hübsch mit den kleinen Füchschen und Häschen. Und ach, das ist goldig. Da habe ich auch ein paar Sachen geholt. Die kann ich euch eigentlich auch noch zeigen. Gerade da kommt dann demnächst noch ein Follow Me Around. Da wird man dann die Sachen vielleicht auch nochmal sehen können. Ich glaube, die habe ich gar nicht fotografiert, aber ich werde es euch mal zeigen. Ich war nämlich dort, weil ich im Ikea was holen wollte. Und zwar ist das in Saar Louis, also im Saarland. Und ja,
da war ich im Ikea und vorher war ich im Baby One, weil ich dann gesehen habe, da ist ein Baby One und wenn das Follow Me Around, wie gesagt, online ist, dann werde ich euch das verlinken und das ist nur so ein ganz mini kurzes Follow Me Around und ja, da muss ich auch wirklich sagen, dass mir der Baby One dort sehr gut gefallen hat, ist ja komplett neu eingerichtet worden und da habe ich diese Halstücher mitgenommen, das ist ein Doppelpack, zwei Dreieckstücher, hier ist noch so ein bisschen der Abdruck von dem Diebstahlsicherungsgedöns und das sind passend eben zu diesem Schlafsack so ein Sabber Halstuchlätzchen. Das kann nicht schaden, wenn man so eine Kleinigkeit drumherum hat und ja, ist hier nochmal mit so einem Gestreifen, sehr sehr schön, gefällt mir gut. Und auch Ökotech Standard, 4,99 € gekostet. Also mag ich sehr gerne. Hab mal so welche mitgenommen. Palätzchen könnten auch nicht schaden, weil selbst wenn man ja, stillt, sabbern und klecksen die jede Menge. Und man muss ja nicht gleich alles komplett eingesaut haben. Das zweite Handtuch, was ich da mitgenommen habe, ist eben das hier. Das sieht ein bisschen mehr aus wie die Decke und so weiter. Ist beige gehalten. Mit diesen süßen Elis obendrauf. Aber ich wollte halt nochmal so ein passendes Badehandtuch dazu haben. Und das hat 12,95 € gekostet, war also ein bisschen günstiger. Ist von der Baby One Eigenmarke. Und dann dachte ich mir, zeige ich euch noch gerade das Baby Bay hier an der Seite. Das Gitterding hier. Das hat unten Rollen, das kann man ja, bewegen und so weiter. Und das kann man ans Bett stellen. Das ist ein Beistellbett, aber gleichzeitig kann man es auch als Stubenwagen benutzen, was ich sehr, sehr cool finde. Zwar wahrscheinlich nur das erste halbe Jahr, 6 bis 8 Monate, sagt man, je nachdem wie groß das Kind ist und wann man wirklich sagt, man möchte es gerne in ein größeres Bett packen. Da ich in etwa auch 6 Monate fürs Stillen einplane und ich gesagt habe, ich möchte nicht jede Nacht dann aufstehen, rübergehen in ein anderes Zimmer oder so. Ich möchte das Kind gerne bei mir haben. Eh in der Anfangszeit ist das auch fürs Baby schöner. Ja, stelle ich das ans Bett und kann dann einfach nachts rüberziehen, das auf meine Seite ziehen und dann stillen. So ist es zumindest gedacht. Das haben wir gebraucht gekauft für in etwa 150 €, haben das selber abgeholt und das ist eben das Original-Babybettchen und da ist auch noch so ein extra Teil, eben, was man dann vorne dran machen kann, damit es eben ein Stubenwagen ist. Meine Mutter hat noch so eine Himmelstange gekauft für das Teil hier und das kostet irgendwie 9,80 € hat die Stange gekostet. Dann waren bei dem Bettchen noch zwei Jersey-Laken extra dafür dabei, also das haben wir schon. Und wir haben noch ein paar andere Dinge gekauft, die kann ich euch aber mal in einem anderen Video zeigen. Und ich werde es auch nochmal extra vorstellen, aber ich dachte, ich zeige es euch zumindest mal so kurz, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Ich kann euch mal einen Link zu Baby Bay in die Infobox packen. Und ja, kein Babyprodukt, aber ich war noch dann im Müll und habe das hier gekauft. Ja. Da habe ich mein Serum nachgekauft von Hildegard Braukmann. Wirklich nicht schlecht. Und ja, das war es soweit. Das sind die ganzen Sachen, die ich in den Follow Me Arounds zu den Kinderfachmärkten oder Babyfachmärkten mitgenommen habe. Ich wollte es euch auf jeden Fall gezeigt haben, nochmal im Einzelnen. Und die Online-Bestellung zeige ich euch nochmal in einem separaten Video, sonst wird das einfach viel, viel zu lang. Und ja, ich werde euch alles verlinken in die Infokarte oder auch in die Infobox, werdet ihr sicherlich alles finden. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.